Come on, everybody, it's your boy. Oh, my pants, you fools. Take them up to your alpine. Ah, du der Mohon fänger wenig an der Telefon. Er hat gesagt, Natsch, ich will nicht hundert. Soll jemand was passieren, was mir da eben passiert ist im Restaurant? Mein. Hat da so ein Tilt, hab es da vorher mehr gestanden. Stink ich auch, oder? Am Telefon geknatscht hat er sich da geschöpft. So ein Krimmelreis, ohne Gurken. Krimmelreis, paar Nudeln, ja. Stückchen Galette, denn die sind ja Fitness! Stückchen Galette und so ein Blumenkohl Milanese, so ein Stückchen, zwei so Pastelchen, wie die man dort machen, Alpine, Mann! Da war ich ja schon sauer, der Mann musste eine halbe Stunde haben, was ich zu schäppen. Hat er seit Heller das Neben hingestellt und ich mir geschäppt, dann geht ja viel fixer bei uns. Ne? Geschöpft, mein Teller hat neben ihm gestellt, dass sich auch sich sauer schöpfen kann, da ist sie nochmal drum getrampelt vor mir. Von dem Sauer, da hat er sich so ein Krimmel sauer geschöpft und der am Telefon geknatscht. Ich denke, er hat mir die Frage gemacht, ich hätte in Bagnero gehuckt, kann ja nur. Komm, ich rede, da hat die Ochs bei mir am Teller gehuckt. Hat er sich an den verkehrten Tisch geguckt und an den verkehrten Teller. In deiner Zeit hat die Frau, dem La Frau, aus, die da im Sommer gelaufen kommen, da hat die sich geschäbt. Da kämen die da hin, da hat die sich da hingehuckt, da hat der Mann mein Essen gegessen. Na, da ist dem das mal stehen gelassen. Und die Stadt, ich habe mir nichts gesagt. Man denkt nur, wenn man sieht, das kommt schon, das ist mein Telefon nicht bei mir. Da ist eben am Junglein. Muss ich mal anfangen, immer mitzuholen. Hat der mein Essen gegessen, hat nicht gesehen, dass er sich ein Kumpf voll Bohnen, Reis und Fleisch und Galette und alle Gefäß, so ein Biffja, hat er nicht gesehen. Das war ein anderer Teller, wo der wusste, was er sich geschöpft hat. Hat er mein Essen gegessen, wenn man noch einen neuen Teller wohl geschöpft hat, mich daneben dran hingeguckt, ich hab mir so bedenken. Hat die Frau sich da beide gehuckt, da hat niemand was gesagt. Ja, nur am Telefon geknatscht. Oh, das ist der Weh zu gucken, well. Ist der Weh zu gucken, wie das halt zugeht mit den Telefonen der Leute. Mein. Wenn ich mir Gift geschöpft hätte, dann hätte der Mann die Krankheit gekriegt.